Absolute Freiheit und das Gefühl der Einzigartigkeit. Wer bei der Auswahl gerade auf diese Eigenschaften wehrt, der darf sich die Möglichkeit der Fahrt mit dem elektrischen Einrad nicht entgehen lassen. Und wenn man schon ein Einrad wählen sollte, dann von einer der besten Marken. Das zweithöchste Modell des Herstellers InMotion bietet eine Kombination sämtlicher Vorteile des Einrads in einer festen und hochwertig ausgearbeiteten Konstruktion. Wenn Sie sich für das Modell V12 HT entscheiden, warten neben dem spitzenmäßig verarbeiteten Körper auch noch etwas dazu auf Sie. Es ist die Fähigkeit, ein jedes Hindernis zu überwinden, sowohl auf der Straße als auch außerhalb dieser. Zuerst schauen wir uns jedoch die erwähnte Konstruktion an. InMotion legt bei seinen Einrädern, aber auch bei den Scootern Wert auf die Sicherheit und eine feste Verarbeitung der einzelnen Komponenten seiner Maschine. Die Qualität der Ausfertigung spüren Sie sofort nach seiner Auspackung aus dem Karton. Dem Einrad dominiert ein 16-Zoll-Rad mit einem Luftreifen, aufgezogenen auf verfestigter Felge. Dass es sich um eine widerstandsfähigere Felge handelt, erkennen Sie an ihrer orangenen Farbe, die auch zur Attraktivität des Designs beiträgt. Die Bereifung des Einrads deutet auf seine universelle Nutzung, da man bei InMotion den sogenannten Allroad-Reifen wählte, das heißt einen Reifen, der für jede Oberfläche geeignet ist. Bei der Fahrt haben wir überprüft, dass er die Traktion tatsächlich auch auf unbefestigten Wegen halten und gleichzeitig geräuschlos auf dem Asphalt fahren kann. Das Muster des Reifen weist jedoch einen ziemlich breiten Spalt zwischen dem Straßenteil und dem seitlichen Grip für das Gelände. Deswegen tendiert das Einrad dazu, den Max plötzlich schärfer zur Seite zu ziehen. Max empfiehlt bestimmt, mit einem leicht untermäßigen Luftdruck im Reifen zu fahren, um diesen Effekt zu eliminieren. Für den Komfort und die Sicherheit der Steuerung des Einrads ist nicht nur die Größe, Widerstandsfähigkeit und der Druck im Reifen wichtig, sondern insbesondere die Stellung. InMotion V12 HT bietet große und mit einem rauen Film überzogene Trittflächen. Das Einrad bietet dazu noch die Möglichkeit ihrer Einstellung in drei unterschiedlichen Ebenen. Die Spanne von 2 cm, um die Sie die Pedale heben oder senken können, wird zwar die Steuerbarkeit nicht wesentlich beeinflussen, die höchste Position kann jedoch bei der Fahrt im Gelände und beim starken Abbiegen wesentlich behilflich sein. Zum Einrad könnte man auch die seitlichen Halterungen für die Beine mitgeliefert werden, sich in die Fahrt richtig einzustemmen und bessere Stabilität zu haben. Diese müssen Sie also gesondert kaufen. Die Investition empfehlen wird jedoch eindeutig. Teilweise verstehen wir die Entscheidung von InMotion, diese Halterungen vom Werk aus nicht zu montieren, da sie die LED-Design-Hintergrundbeleuchtung auf seinen Seiten abdecken würden. Diese sieht insbesondere nachts sehr stillvoll aus. Das Farbprofil der Ambiente-Beleuchtung können Sie nach eigenen Präferenzen über die Applikation im Telefon oder direkt über die LCD-Anzeige am Einrad einstellen. Gerade die Berührungsanzeige hat uns sehr gefallen, und zwar sowohl wegen der Übersichtlichkeit, als auch von der Seite der Bedienung, aber auch durch die reiche Skala an Möglichkeiten der Einstellung des Einrads. Sie können die Sensibilität der Pedale, die Farbprofile oder die Lautstärke des eingebauten Lautsprechers einstellen. Genauso. Bei der Fahrt können Sie über sie direkt Ihre beliebte Playlist abspielen. Die Essenz eines Einrads liegt nicht in seiner Ausstattung, sondern in der Fahrt. Wir müssen sagen, dass der InMotion V12 HT ein wirklich herrliches Fahrerlebnis anbietet. Durch die Vorbeugung erwecken Sie nämlich zum Leben die Leistung des einen Motors, die laut Hersteller 2800 Watt erreicht. Wenn Sie überlegt haben, was sich unter den Buchstaben HT im Namen versteckt, erraten wir es Ihnen.
Es handelt sich um die Abkürzung High Torque, also übersetzt ein hohes Drehmoment. Dieser konkrete InMotion verfügt über ein Drehmoment von bis zu 188 Newtonmeter, sodass sogar die schwereren Fahrer im Augenblick auf dem Gipfel einer steilen Steigung stehen werden. Mit dem Einrad haben Sie kein Problem, mit einer Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometer zu sausen, mit der sinkenden Kapazität der Batterie meldet sich jedoch das Signal, dass Sie an die Grenze der aktuellen Höchstgeschwindigkeit gelangen. Um ehrlich zu sein, die Fahrt mit 50 Stundenkilometern ist sowieso ein richtiges Adrenalin-Erlebnis. Und obwohl der InMotion die Höchstgeschwindigkeit noch höher schrauben könnte, die Sicherheitssysteme und der Batterieschutz erlauben es nicht. Die Maschine selbst schützt nicht nur Sie, sondern auch Ihre Elektronik und die Batterie vor unnötiger Überlastung. Wenn wir schon von der Batterie sprechen, diese hält ziemlich viel aus, und zwar sowohl aus der Sicht der Kapazität, als auch der äußeren Bedingungen. Von InMotion wurde sie zum Gesamtschutz gegen die Feuchtigkeit IPX5 mit einem Extraschutz auf dem Niveau von IPX7 ausgestattet, sodass nicht mal die Fahrten über tiefere Pfützen ihr etwas anhaben sollten. Was die Laufleistung anbetrifft, dank der riesigen Batterie können Sie sich auf eine Laufleistung von mehr als 150 Kilometer freuen. Die Aufladung müssen Sie zum Glück auch beim intensiven Fahren nur ein- oder zweimal die Woche absolvieren. Zum Glück sagen wir deswegen, weil das Einrad nur über einen Port zum Aufladen verfügt und bis zur völligen Aufladung warten Sie mit dem mitgelieferten Ladegerät bis zu 9 Stunden lang. Sie können die Zeit für das Aufladen nur durch den Kauf eines 9 Ampere Ladegeräts verkürzen. Bei tagtäglicher Nutzung erfreut im Gegenteil die Anwesenheit des USB-C-Steckers für die Aufladung des Telefons. Bei regelmäßigen Fahrten, und zwar insbesondere in der Stadt, würden wir einen etwas längeren Hebel zum Schieben des Einrads begrüßen. Mit dem Gewicht von mehr als 31 Kilo spüren Sie bereits nach einigen Minuten des Schiebens die Hand. Eine bessere Lösung hätte auch das hintere Licht erfahren können, das, solange es nicht während des Bremsvorgangs blinkt, nur sehr schwer zu sehen ist. Den größten Minuspunkt haben jedoch die Bremsen eingefahren. Die elektronische Bremse ist für die Leistung und die Höchstgeschwindigkeit unterdimensioniert und der Fahrer muss sich beim Bremsen richtig einstemmen. Auf anderer Seite verdient der vordere Scheinwerfer ein Lob. Dieser funktioniert in mehreren Betriebsarten, konkret in einer Art des Abblendlichts, als Fernlicht und auch beide Betriebsarten gleichzeitig. Zusammen mit dem automatischen Einschalten bei schwachen Sichtverhältnissen ist ihm nichts vorzuwerfen. Wenn Sie diese Vorteile zu der hochwertigen Konstruktion, der Leistung und der Laufleistung dazugeben, bekommen Sie ein Einrad, das sowohl Anfängern als auch den Erfahrenen Freude macht. InMotion V12 HT stellt nämlich ein ideales Verhältnis zwischen dem sicheren Betrieb der Elektronik, der Kraft und den Fahreigenschaften auf jeder Oberfläche dar. Obwohl es sich um ein kleineres Einrad handelt, schafft er wirklich gute Strecken. Es reicht nun noch auf die Webseiten des eSharps Max Blinker zu gehen, wo Sie den InMotion V12 HT zum niedrigsten Preis auf dem Markt finden, diesen zu bestellen, auszupacken und die Fähigkeiten des Einrads auf der nächsten Straße zu testen. Wir geben noch einen Rabattgutschein für den Kauf bei uns dazu. Teilen Sie in den Kommentaren Ihre Meinungen bezüglich des InMotion V12 HT. Vergessen Sie nicht, einen Like zu geben und auch die Beziehung des Kanals Max Blinker, wo Sie einen Haufen von weiteren Rezensionen und Videos von der Welt der E-Scooter und Einräder finden.